Also wir fahren mit 10 Bussen heute runter, mit den Blue Linern und die anderen Fanclubs. Wir sind ja insgesamt 7 Fanclubs, die das heute organisieren zusammen. Fahren wir mit 7 Bussen runter. Ja Quatsch, 10 Bussen runter, das sind so circa 500 Leute. Wir fahren mit, ja, ist eigentlich egal, wie sie heute spielen. Das wird eine richtig schöne Fahrt, wo wir richtig nochmal unsere Mannschaft feiern und einen schönen Saisonabschluss. Das stand hier schon, dass die hatten angefragt bei uns, ob sie nicht mitfahren können. Und da haben wir natürlich gesagt, klar, könnt ihr machen. Ist doch schön, da gibt es mal Cocktails. Unsere Jungs freuen sich. Alle Wurst wie immer von uns. Das Cocktailteam macht ihren Teil dabei. Bier gibt es natürlich auch von uns. Sven, wie läuft das Geschäft? Das ist kein Geschäft, das ist einfach nur ein guter Service. Eine. Und wie ist die Stimmung im Bus? Phänomenal, wir sind nur zu feiern hier. Schalalalala, Kaffeefahrt nach Krimmitschau. Schalalalala. Du alte Wurst. Und wie schmeckt's? Geh ich mal von aus. Wie viel habt ihr dabei? Achso, okay. Über 100. Wir wollen mal fragen, wie es Essen schmeckt. Sehr lecker heute. Perfekt. Das Spiel kann kommen. Wir sind gestärkt durch Hähnchenbeine und Brötchen. Lecker. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Scheiße in Frankfurt! Scheiße in Frankfurt! Aufsteiger! 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 Wir trinken! Humba, humba, humba! Geil! Feuchtfröhlich! Feuchtfröhlich, ne? Fröhliche Fahrt! Nie mehr Oberliga! Ganz genau! Zweite Liga, wir kommen! Ja, wir kommen. Bayern können sich warm anziehen. Vielen Dank für das Interview. Oberliga! Was hältst du von der Choreo? Wie fandest du die? War die super oder was meinst du? Ja, ich finde es ja schon faszinierend, dass knapp 1000 Leute aus Kassel mitgekommen sind. Wir haben ja schon vorhin gesehen, wo wir vom Parkplatz losgefahren sind, dass da eine riesen Schar an Menschen war und die Choreo. Was soll man dazu noch sagen? Also ich bin überwältigt. Was meinst du zur Stimmung heute? Ja, es ist auf dem Titten obergeil. Choreo ist super gelaufen? Ja, also ist alles nach Plan gelaufen. Ich hoffe, den Spielern hat es genauso gefallen wie uns. Ich glaube, es sah ganz schön aus. Die Stimmung ist sehr, sehr atemberaubend. Ich hoffe, wir ziehen das durch. Also 60 Minuten Support heute. 60 Minuten Vollgas. Und das hoffe ich auch von jedem Einzelnen, der hier da ist, dass er bis zum Ende des Spiels hier alles gibt und die Mannschaft nach vorne treibt. Dann gib alles, Benne. Hey!
findest du heute den Tag? Was ist das? Ist das ein krönender Abschluss für diese geile Saison, oder? Die ganze Saison war super. Die Mannschaft hat alles gegeben. Und das ist der Vorbote für nächstes Jahr, wo wir den Grundstein legen müssen. 2, 3, 4 Jahre weiter mit einer gesunden Grundlage. Und dann geht's weiter Richtung Profi-Eishockey in Kassel. Hi. Und was meinst du heute zu dem Tag? Ist das ein krönender Abschluss für eine super Saison, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, es ist auf jeden Fall sehr schön herzukommen, zu wissen, man kann ganz locker an die Sache rangehen. Ist schon ziemlich cool. Und ich meine, die Huskies haben eine Wahnsinnssaison gespielt. Vor allem der Derby-Sieg gegen Frankfurt. Ist einfach eine klasse Saison. Ganz super. Warum bist du heute hier? Weil wir feiern wollen. Was sind deine Wünsche für die Zukunft, für die Huskies? Zweite Liga Eishockey. Was für uns die ganze Saison, was sich diese Mannschaft einfach verdient hat. Jedes Spiel, immer alles gegeben. Und deshalb einfach, gebt alles im Hintergrund, dass diese Mannschaft zweite Liga spielen kann. War sie geil? Ja, sicher war die geil. Ich finde die super, die Saison. Vor allem wie die Jungs dann zum Schluss, wo es für die Kasseler schlecht aussah, dann nochmal so richtig zusammengehalten haben und gezeigt haben, wo es lang geht. Ist das heute ein krönender Abschluss? Auf alle Fälle. Ist das ein guter Abschluss heute in Grimmitschau mit so vielen Fans? Ja, ich denke schon. Man kann ja hierher fahren und der Mannschaft noch ein bisschen Respekt zollen. Und dann ist gut. Das hat die Mannschaft auch verdient. Auf jeden Fall eine klasse Aktion von unseren Fans. Wir wissen, dass sie hinter uns stehen. Die haben uns nach vorne gepeitscht, auch in schwierigen Zeiten. Ja, und darauf müssen wir aufbauen und hoffen wir gemeinsam ein schönes Eigenliga-Jahr nächstes Jahr zu haben. Ja, unbeschreiblich. Also man findet kaum Worte dafür. Das ist hammergeil. Es war eine Hammersaison von der ganzen Mannschaft. Das Team war einfach unglaublich, wie wir uns gegenseitig unterstützt haben. Ein Zwei-Team-Zusammenhalt. Von Anfang an da, wir wollten den Aufstieg die ganze Zeit, wir haben es geschafft und es ist einfach nur geil jetzt, dass wir es geschafft haben. Und ja, die Fans, unglaublich, Wahnsinn, standen immer hinter uns, wir hatten die Fans immer im Rücken, egal ob zu Hause oder auswärts, einfach nur bam, brutal, hammergeil. Hast du noch ein Wort an die Fans, was du ihnen wünschst für die Zukunft auch? Ja, für die Zukunft natürlich in der zweiten Liga genauso weitermachen und ich hoffe in den nächsten Jahren dann in der DL. Die Fans heute veranstaltet haben, war unglaublich. Ich meine, weiß nicht, wie viele sind, 800 oder was? Beim letzten Spiel, also überragend. Hättest du mit so vielen Fans aus Kassel gerechnet heute nochmal hier? Ich hatte mal gehört, dass so viele kommen würden, aber nachdem wir ja das Ganze schon vorher klar gemacht haben, war es doch überrascht, dass noch so viele mitgekommen sind. Und, aber wie gesagt, also unglaublich. Nochmal ein Wort zu den Fans, zu der Zukunft. Ja, überragend. Wir haben die besten Fans. Und es freut mich wahrscheinlich, dass Sie jetzt auch wieder in der DL2 zeigen dürfen. Dankeschön, feiern noch schön.